Was Leute, mein Name ist der Nijeste. Willkommen zurück zu Roblox. Heute spielen wir den Store Empire, wo wir unseren eigenen Laden aufmachen werden. Mit Kunden und so weiter und so fort. Also sozusagen unser eigenes Aldi oder Rewe oder wie auch immer. Abonnieren kostenlos, ansonsten darfst du nie wieder einkaufen gehen. Und lass es noch oben da. Da kommt nämlich so schnell wie möglich die nächste Folge hoch. Also ich muss ein paar Sachen in den Regalen aufstellen. Okay, bauen. Ach, erstmal Tutorial. Okay, ich sehe schon. Wir brauchen erstmal so ein Standardding. Okay. Und das können wir jetzt hier aufstellen. Wo stellt man das am besten auf? Ich meine, das ist so ein Ding, das hält man gegen die Wand auf. Ja, hundertprozentig so. Okay, zwei Stück. Das sollte gut sein. Jetzt musst du ein Inventar kaufen. Okay, ich gehe auf Inventar. Und jetzt? Ah, jetzt muss ich Süßigkeiten kaufen. Natürlich. Das macht Sinn. 25 soll ich kaufen. 25. Das sind 25. Sehr gut. Für 250. Ja, 25 Spielzeuge. Okay. Ah, und jetzt können wir die Sachen reintun. Okay, dann packen wir die Süßigkeiten rein. Wie geht das? Ah, okay, nice. Und das... Oh, was tue ich da? Was tue ich da gerade so? Und das kommt hier rein. Alter. Okay, das ist irgendwie episch. Jetzt können die Leute Geld dafür ausgeben. Aber du musst dich an die Kasse stellen. Das heißt, ich brauche eine Kasse. Das steht fest, oder? Cash Register. Ich habe ja 9000 Geld. So, die Cash Register platziere ich dann. Ich kann sie auch drehen. Wie stellt sich die Kunden überhaupt dahin? Ah, ich glaube so, ne? Das heißt, so ist gut. So sollte es gut sein. Sehr gut. Manage Mitarbeiter, Cashier. Den zahlen wir... Oh, den zahlen wir natürlich auch Geld, okay. Manage soll ich drücken und jetzt auf Parking. Und jetzt kann ich einen Parkplatz kaufen. Oh mein Gott, das ist irgendwie episch. Jetzt haben wir mehr Parkplätze, okay. Vier Stück soll ich kaufen, okay. So, vier Stück sollten reichen. Jetzt bist du bereit, um deinen Laden aufzumachen. Open Store. Ah. So, jetzt kommen Leute rein und die können sich die Sachen gönnen. Zieh euch mal rein, wie geil das ist. Ich meine, ich kann selbst entscheiden, was wir drauf haben. Und ich wette, ich kann dann den kompletten Laden auch noch vergrößern. Und oh mein Gott. Ich muss entscheiden, Neuzeit Toys R Us oder sowas sein. Ich denke aber, früher oder später werden solche Läden irgendwann aussterben, weil früher oder später wird alles online gekauft. Und wow, jetzt verdienen wir Geld. Okay. Und die nehmen sich immer was mit, ne? Okay, das ist crazy. Das ist echt crazy. Okay, dann würde ich sagen, wir werden uns mehr nicht das holen, aber wir holen uns bauen. Wir gehen zu bauen. Wir können Wände kaufen. Wir können Decken kaufen. Wir haben keine Decke hier, wollte ich so kurz anmerken. Wir können Boden kaufen. Ach du Kacke. Lass uns doch so ein Shelf holen, weil ich finde die eigentlich ganz geil. Ja, das ist gut. Und noch einer hier hin. Perfekt. Noch einer. Oh mein Gott, ich liebe diese Regale, muss ich wirklich sagen. Jetzt gehen wir auf Inventar und wir holen 25 Süßigkeiten. Ja, machen wir mal. Das sollte okay sein. Mehr davon. Ihr könnt auch Milch holen. Milch. Wir holen einfach alles. Wir holen einfach wortwörtlich alles, was es hier gibt. Okay, das hätten wir und jetzt können wir das hier reintun. Wir machen einfach mal für die Küche Sachen rein. Ja, ist eine gute Idee, okay. Dann mehr Plüschtiere. Sehr schön. Und hier machen wir mehr Süßigkeiten rein. Warte mal. Aber habe ich nicht mehr gekauft? Ich habe doch eigentlich mehr gekauft, oder nicht? Jetzt kommen aber eine Menge Leute rein. Die müssen halt sehr lange an der Kasse warten. Wir bräuchten zwei Kassen am besten. Sollte aber in Ordnung sein fürs Erste. Okay, wann geht aber mein Geld nach oben? Und hier kann ich auch Sachen reintun. Süßigkeiten und zwar genau hierhin. Das ist episch. Das ist sehr episch. Okay, jetzt ging mein Geld nach oben. Das ist schön auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz in den Shop, gucken, ob ich... Ja, ich könnte mir Robux ausgeben für 10.000. Okay, das ist nicht so viel, 10.000 leider. Game Passes, Sportauto. Hier kann man sich auch ein paar Sachen holen. Okay, interessant. Alter, wenn es irgendwie sowas gäbe für zweimal mehr Geld oder so. Oh nee, warte mal. Ich bekomme doch viel mehr. Ach so, das ist ein Level. Skip für... Ach so, das ist was anderes. Ich kann nur 650 Robux für 100.000 Geld. Das mache ich mal. Das ist unnormal viel. Das ist absolut viel. Ich habe jetzt 100.000 Dollar. Was eine Menge ist auf jeden Fall. Okay, das bedeutet, ich kann jetzt einfach mal mehr Sachen machen. Ich würde aber gerne meinen Laden vergrößern, ehrlich gesagt. Nun, ich kann jetzt auf Land gehen. Oh, oh mein Gott. Das ist absolut crazy. Wisst ihr, was wir kaufen? Das, das, das und das. Fürs Erste. Nur fürs Erste, okay? Und jetzt haben wir mehr Land. Das heißt, wir haben viel mehr Platz. Wir können für 1000 Robux alles kaufen. Könnte ich theoretisch tun für 1000 Robux. Aber ich werde es mal nicht machen. Ne, erstmal nicht. Erstmal nicht. Erstmal will ich langsam größer werden. Okay, die Sachen werden alle gekauft. Das ist schon mal sehr schön. Ich würde aber sagen, wir werden... Ich denke, das kann ich auch tun, obwohl die hier sind. Sachen bewegen. Geht das? Die Wände bewegen? Kann ich die Wände bewegen? Nein. Oh, das war falsch. Ich würde gerne die Wände bewegen, aber ich weiß nicht genau wie. Ah, jetzt kann ich kann sie zerstören. Oh mein Gott, ich zerstöre einfach die Wände. Ich meine, das sollte die Leute ja nicht stören, oder? Ich kann das ja tun, während die Leute da sind. Sollte ja kein Problem sein eigentlich. Und jetzt werde ich mir einfach andere Wände auch kaufen. Das sollte das kleinste Problem sein, ehrlich gesagt. So, jetzt platziere ich sie einfach hier hin. Und so vergrößern wir den Laden, wenn er sich hier platzieren würde. Okay, wir schließen nochmal den Laden, weil irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Oh, das wollte ich gar nicht tun, ehrlich gesagt. Kacke, kann ich das auch drehen, ja? Geht nicht. Wieso kann ich das? Ach so, ich muss einen Boden kaufen. Ah, jetzt verstehe ich. Dann holen wir einfach so einen normalen Boden und machen alles hier, alles hier voll. Das sollte eine gute Idee sein. Genau hier. Dann machen wir alles hier voll. Wir haben ja eigentlich auch genug Geld, ne? So, jetzt ist der ganze Boden fertig. Jetzt können wir die Wände überall platzieren. Das ist sehr gut. Jetzt geht die... Oh, das war ein Fehler. So, wir machen den Laden jetzt deutlich größer. Auch wenn ich nicht genau weiß, wozu überhaupt die Wände mittlerweile da sind. Spielt aber keine Rolle. Wir brauchen Wände, richtig? Das braucht ein Laden. Okay, jetzt können wir die anderen zerstören, die wir nicht mehr brauchen. Zum Beispiel das hier und das hier. Und hier fehlt aber noch eine Wand, die habe ich
leider vergessen. So, okay. Und, oh, verdammt. So, perfekt. Okay, jetzt haben wir es. Sehr gut, es wurde größer. Und jetzt erstmal hier sehen, was wir noch holen können. Und zwar, ich will andere hier Regale holen. Zum Beispiel das hier. Das sieht auf jeden Fall irgendwie interessant aus, muss ich sagen. Holen wir mal 3 Stück davon. Dann Barshelf, sowas hier. Packen wir hier in die Ecke. Und Cooler Shelf. Das ist für die Getränke. Die packen wir dann einfach mal hier hin. Auch 3 Stück. Das sollte gut sein. Sehr schön. Und jetzt gehen wir zu Inventar und holen viel mehr. 100. Wir holen gleich 100, okay? Von allem, was wir haben. Für die anderen Sachen brauchen wir Level 2. Haben wir leider noch nicht. Und jetzt können wir theoretisch hier alles drauf tun, oder nicht? So, Stock. Jetzt können wir hier Milch reintun. Hier können wir das reintun. Ja. Genau. Dann können wir hier Bälle reintun. Genau deswegen ging es auch nicht. Und hier können wir dann Süßigkeiten reintun. Alles, was wir quasi haben, können wir hier drauf tun. Sehr schön. Und jetzt können wir wieder Open Store, den Laden öffnen. Perfekt. Und was können wir noch managen eigentlich? Wir können Land, Science, sowas. Ich glaube, da werde ich einfach mal 4000 ausgeben. Danny Jasons Laden. Das ist gut, das gefällt mir. Kaufe für 4000, haben wir geholt. Perfekt. Da gibt es noch Levels. Wir brauchen Level 2, 9000 Wert, Platz und 6. Oh, okay, dann würde ich sagen, um das zu tun, werden wir das mal machen. Wir werden Land kaufen und wir werden 1, 2 mehr holen. Genau. Hallo, sagt er. Ich sage einfach mal, hallo, was geht? Ich darf normalerweise nicht mit Fremden reden, aber hey, bei dir mache ich eine Ausnahme gerne. Ich will sehen, wie ich mehr Level bekomme. 8000 Net Worth. Okay. Und dann bekomme ich eine Menge Sachen. Oh mein Gott, das sind so viele Sachen, die ich dann haben kann, ne? Das ist crazy. Warte mal, bin ich schon Level... Ach, ich bin schon Level 2, oder? Oder noch nicht? Wie kann ich denn jetzt Level 2 werden? Ich sollte normalerweise jetzt Level 2 sein, oder nicht? Auf jeden Fall kommen jetzt eine Menge Leute rein. Das sind echt ziemlich viel. Aber ja, wie bekomme ich... Bin ich schon Level 2? Bin ich schon echt Level 2, oder wie sieht's aus? Inventar? Nee, das ist doch Inventar, genau. Okay, wir können mehr Sachen kaufen. Ich bin also Level 2. Perfekt. Das heißt, wir können... Ich kaufe einfach von allem 500, ja. Ich kaufe von allem 500. 5000 kostet das. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Dann holen wir von allem so 1000. 2000 kostet das hier. Ich brauche mehr Kassen wahrscheinlich, ne? Ja, ich brauche wahrscheinlich mehr Kassen. Das steht fest. Ich kaufe einfach mal alles. Kauft er auch das oder kauft er es nicht? Wieso geht's nicht? Mein Storage ist voll. Oh, ich habe zu viel Platz. Ich verstehe. Ist ja blöd. Wie kann ich mehr Storage kaufen, aber? Wahrscheinlich bei Bauen, oder? Wir können jetzt Bücherregale und sowas holen. Das ist halt ziemlich geil auf jeden Fall. Ach, hier, Storage Rack. Ah, Self-Scan. Oh mein Gott, das ist episch. Okay, das brauche ich auf jeden Fall. Die packen wir hier in die Ecke. Holen wir davon gleich 4 Stück. Ja, oder 6. Oder 6 am besten, genau. So, jetzt können wir mehr kaufen wahrscheinlich, ne? So, mehr Kassen brauchen wir auf jeden Fall. Self-Scan. Damit können die selbst bezahlen, wenn sie wollen. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Den Self-Scanner platzieren wir einfach mal hier in der Ecke. Machen wir das mal 4 Self-Scanner. So, jetzt können Leute selbst dort bezahlen. Bei uns gibt es auch in so einem Laden. Zwar bei Kaufland, da kann man auch selbst zahlen. Oh, wir können... Ach, Müll aufräumen. Oh. Bedeutet, wir brauchen jemanden, der den Müll aufräumt. Natürlich. Manage. Workers. Und jetzt brauchen wir jemanden, der hier irgendwie den Müll aufräumt. Richtig. Ach, hier. Bakery. Das habe ich noch nicht. Ein Manager. Das wäre ganz geil. Soll ich einen Manager holen? Was macht der denn genau? Ah, es packt... Oh mein Gott. Er macht automatisch... Macht er mein Inventar voll. Und ein Stalker. Der macht Sachen rein. Let's go. Jetzt geht's automatisch. Wir müssen auf jeden Fall alles einmal holen. Jetzt können wir die... Auch diesen Level... Die haben verschiedene Level. Und ich glaube, die können stärker werden. Hier zum Beispiel der. Macht jetzt alles automatisch rein. Die ganzen Milchprodukte. Der Manager sollte normalerweise hier alles voll machen, oder? Ich glaube, ja. Jetzt haben wir auch viel mehr Platz. Das ist sehr gut. Jetzt... Ich werde einfach mal Sachen holen hier. Weil ich meine, wir haben viel mehr Platz. Oder können wir das mal hier holen? Das habe ich nämlich noch nie geholt. Oh mein Gott. Ich bin Level 3, glaube ich. Ich glaube, ich bin Level 3, deswegen kann ich viel mehr Sachen jetzt holen. Das ist crazy. Und der Typ macht jetzt einfach alles rein, oder? Machst du hier auch alles rein, oder wie sieht's aus? Ja, der macht hier alles voll. Alter, wie episch ist das denn? Oh mein Gott, dieser Mitarbeiter ist der Wahnsinn. Den feiere ich gerade so hardcore, mega. Das ist nicht schlecht. Und der Manager, der macht was genau? Der schaut sich Sachen an. Ah, der macht... ist das denn? Der ist der Müllmann, okay. Der macht das Müll weg, den Müll weg. Okay, das verstehe ich. Interessant. Ich brauche einen Tisch zum Arbeiten. Das sollte kein Problem sein. Wir geben dir einen Tisch. Desk. Hier hast du ein Desk. Die packen wir einfach mal hier. Es ist Anfängerladen, deswegen sollte das okay sein. Self-Scanner gibt es, das ist ganz gut. Wir sollten aber auf jeden Fall noch eine Cash-Register haben. Und zwar am besten 2 Stück. Das ist immer gut, 2 Stück davon zu haben. Wir packen sie einfach gleich daneben. Genau, und dann holen wir noch einen Mitarbeiter. Cashier, so einen zweiten haben wir. Perfekt. Dann lassen wir mal sehen, ob jeder zufrieden ist gerade. Okay, der Manager ist jetzt da, okay. Ich habe 10 Teddybären bestellt, okay. Sehr interessant. Und dann, wenn wir in den Inventar gehen, sollten wir hier immer Sachen finden, die er von selbst kaufen wird, richtig? Ich werde mal da... Oh, ja, er... Nee, er kauft sie nicht selbst. Oder kauft er sie selbst? Ich weiß es nicht. Ich werde mal darauf achten, ob da neue Sachen dazukommen oder nicht, weil das, dafür ist ja der Manager da. Ich werde das mal speichern. So, nice, gespeichert. Sehr schön. Lass mal jetzt den Inventar und... okay, ich kaufe mal selbst ein paar Sachen. Hier, irgendwas kaufe ich aber mal. Genau, da kann ich auf jeden Fall mehr Regale holen, würde ich sagen. Oder hier zum Spiel. Wieso kommt hier nichts rein? Wieso ist das die ganze Zeit leer? Was soll das? Wieso packt er da nichts rein? Das dauert mir viel zu lange, Bro, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, die Sachen sind alle leer. Was soll das? Ist er vielleicht überfordert mit seiner Arbeit? Kann das sein? So, was macht er jetzt hier? Er macht hier mehr Bälle rein. Ich glaube, er könnte überfordert sein. Wir werden noch einen einstellen, der dasselbe tut. Wir
Wir haben zwei Kassierer, das ist schon mal gut. Wir brauchen aber noch einen, der stockt. Ein Stocker. Dann würde ich sagen, wir holen als nächstes mehr Regale. Hier zum Beispiel diese, wo die ganzen Früchte und sowas sind. Davon brauchen wir mehr auf jeden Fall. Und deswegen werde ich die auch hier holen. Gleich 3 Stück. Perfekt. Oh, warte, wir können die allgemein viel mehr holen. Bücherregal. Okay. Mache ich aber mal. Palette. Okay. Wozu ist die Palette da? Ich platziere mal eine hier. Ich weiß nicht, wozu die da ist. Headshelf. Dann platziere ich die hier hin, würde ich sagen. 2 Stück. Cooler Shelf. Ach, das sind die Dinger. Ja, ja, ich sehe schon. Davon haben wir genug, aber wir können gerne noch einen holen. Wieso nicht? Papier. Für Papier. Ach, für Zeitung und sowas, ne? Holen wir jetzt 2 davon. Bälle haben wir. Chips-Dinger. Da haben wir auch 2 Stück mindestens voll. Islands Bucket. Ah, sowas, sowas. Ich sehe schon. Platzieren wir hier 3 Stück davon. Und dann platzieren wir hier noch eine davon. Damit machen wir nichts. Obwohl. Doch, dann machen wir noch 2 hier hin. Genau, ich mache so Platz. Spannend wie möglich auf jeden Fall. Und dann sollten wir einen ziemlich geilen Laden haben. Jetzt gucke ich mal in mein Inventar. Und ja, wir haben noch ziemlich viele Sachen. Das steht fest. Machen meine Mitarbeiter denn gerade einen guten Job? Das ist meine Frage. Ich glaube, ich sollte hier echt mithelfen, weil irgendwie... Oh, wir haben alles schon platziert. Alles. Wir brauchen mehr Leute, die reinkommen, ne? Ich meine, es kommen eine Menge Leute rein. Ich will noch mehr Leute haben, die noch... Also, die noch mehr reinkommen. Nur wie mache ich das am besten? Manage? Lass mal kurz nach Level gucken. Wir sind Level 3. Okay. Obwohl... Ja, wir sind Level 3. Wir wollen Level 4. 35.000 Net Worth habe ich bald. Und dann könnte ich Level 4 sein, okay. Vielleicht kommen da mehr Leute rein oder so, ich bin mir nicht sicher. Wir können aber theoretisch mehr Platz holen, würde ich sagen, mehr Land. Ich könnte 1.000 Robux ausgeben, ja, ich werde es tun. Ich habe da noch 1.200, was okay. Aber jetzt haben wir ja immerhin alles. Das gefällt mir gut. Nicht schlecht auf jeden Fall, was hier dann abgeht, muss ich sagen. Karotten sind hier, das ist schön. Obwohl, das da passen wie keine Karotten rein, muss ich sagen. Aber hey, was soll's, akzeptieren wir. Was kommt aber denn hier rein? Kann ich hier irgendwas aufstocken? Pumpkins, geht nicht leider, wir haben keine. Dann würde ich sagen, ich habe eine Idee. Und zwar... Wir werden viel mehr davon holen. Wir brauchen viel mehr davon. Viel, viel mehr davon. Wir haben zu wenig. Wir brauchen so viel mehr davon. Dann gehe ich mal auf Bild. Wir können auch einen schöneren Boden und sowas holen. Das wäre natürlich auch richtig geil. Security-Kamera können wir später kaufen. Und Large Storage Rack. Das wäre richtig geil. Okay. Wir holen erstmal normale Storage. Oh, wir brauchen einen normalen Boden dafür. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also, Holz zu holen in so einem Laden finde ich blöd. Ich nehme einfach mal Concrete weiterhin. So, machen wir es einfach hier so voll. Genau. Und da packen wir so richtig viele Storage-Dinger rein. Weil die werden wir auf jeden Fall benötigen. So. Jetzt packen wir das hier. Überall ganz viele. Das ist richtig. Ich mache alles einfach komplett voll. Das wird so der Raum sein, wo keiner wirklich hinkommen wird. Okay, das wird nur ich sehen. Und jetzt können wir hier in Inventar gehen und hier können wir jetzt so viel mehr Sachen kaufen. Hier jetzt können wir ja auch Bücher kaufen und so weiter und so fort. Ich werde es einfach mal hier tun, weil irgendwie ist der Manager echt langsam, wenn es darum geht, muss ich sagen. Keine Ahnung, was bei dem los ist, aber ich bin auf jeden Fall ziemlich gut für den Job. So, jetzt machen wir alles voll. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ups. Das war jetzt, ich habe echt kein Geld mehr, aber ich kann mir ja mit Robux immer wieder was holen und ich bekomme ja auch so Geld, wenn wir Kunden haben und sowas. Sieht gut aus gerade, sieht gut aus. Aber wieso ist das hier nicht voll? Was soll das? Wieso dauert so lange? Baseball Caps. Okay, das ist ziemlich episch. Mehr Baseball Caps. Oh mein Gott. Bananen kommen hier rein. Hier kommen Äpfel rein. Hier kommen Ananas rein. Dann kommt hier kommen Bücher rein. Das ist sehr schön. Ich meine, Zeitschriften sind einfach etwas, das lesen Leute sehr gerne. Deswegen, Zeitschriften ist immer eine gute Idee auf jeden Fall. Magazine, Karten, Chips. Oh, Chips haben wir nicht mehr. Aber zieht euch mal rein. Langsam wird es ein richtig geiler Laden. Und den Boden muss ich auch gar nicht ändern. Ich will ihn auch gar nicht ändern, ehrlich gesagt. Ah, Parkplätze. Oh, natürlich. Das war blöd von mir. Ich hole mir erstmal kurz mehr Geld. Holen wir nochmal 150.000. Jetzt habe ich zwar keine Robux mehr, aber wir brauchen mehr Parkplätze. Das ist der Trick. Ah. So, lass mal ganz viele holen. Bam, 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 mehr, mehr, mehr. Okay, jetzt kommen mehr Leute rein. Perfekt. Noch 2 mehr. Easy peasy. So, jetzt, da mehr Leute reinkommen können, sollten wir auf jeden Fall sehr gut dabei sein. Der Manager ist halt sehr langsam. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwie sagen kann, dass er schneller machen soll, aber irgendwie hat er keinen Bock, habe ich das Gefühl. So, jetzt kommen auch viel mehr Leute rein. Das heißt, wir bekommen viel mehr Geld. Jetzt geht theoretisch auch alles automatisch, was sehr gut ist. Es sei denn, wir können vielleicht neue Mitarbeiter holen, oder? Nee, ich glaube noch nicht, oder? Manager haben wir, Stocker haben wir, Kastuadian haben wir, der macht den Müll weg, ne? Ja, der macht den Müll weg. Den nächsten schalten wir ab Level 6 frei. Security-Mitarbeiter und Fleischarbeiter. Oh, das wird interessant. Karotten können wir hier rein tun. Da passt einfach keine Karotten rein, aber wie gesagt, akzeptiere ich einfach mal. So, läuft einfach ziemlich gut, aber ich werde das Video für das Mal stehen lassen, also für eine weitere Folge davon. Ich meine, wir haben hier noch eine Menge Platz. Wir können hier so einen richtig fetten Laden aufmachen, wo wir hoffentlich auch automatisch reich werden können und nicht nur für Robux. Also, lasst uns noch unter für mehr davon abonnieren, kostenlos, aktivieren, locker, falls du abonniert hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.